Hey, wunderschönen guten Tag zurück zu The Fidelio Incident oder Fidelio Incident, Fidelio. Ich sag einfach mal, oder Fidelio, Fidelio, Fidelio? Ne, ist ein Fidelio. Ich sag einfach Fidelio Incident, ich bin mir wirklich nicht sicher. Das Incident-Ding halt, ne? Zweite Folge. Ich glaube, das tonqualitätstechnisch ist halt einigermaßen in Ordnung. Ich glaube, das ist okay. Ich mache einfach mal so weiter und wir hinterher sehen wir dann. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier in den komischen Bunker hier reinkommen. Ich weiß da halt nicht so genau, was das hier ist eigentlich. Aber ich würde das ganz gerne mal rausfinden. So. Locked. It's locked. Shit. Ich kann auch nichts machen. Das ist halt echt scheiße. Echt scheiße. Echt scheiße. Vor allem kalt. Okay, wir müssen also in den komischen... Dann haben wir gar keine andere Wahl. Wir müssen jetzt, was ist das? Gar nichts. Sieht ein bisschen gruselig aus. Aber naja. Wir müssen jetzt, in diese gar nicht dunkle Höhle. Die gar nicht dunkel war. Da gesehen, ne? So, wie kamen wir da hin? Da. Okay, dann gehen wir mal da hin. Was ist das denn da hinten? Siehst du da blaue Licht da oben drauf? Was ist das? Schön. Eben aufwärmen. Weiter geht's. Wo war die Kacke denn jetzt? Da. Alles klar. Ich habe zu kalt. Immer so kalt. Ich habe zu kalt. Ah, sieht schon cool aus. Ich finde das schön. Ich spiele ganz bewusst mit Controller und nicht mit Maus. Natürlich hat man dann eine andere Reaktionsgeschwindigkeit und so. Ist klar. Aber ich glaube, brauche ich nicht unbedingt bei dem Spiel. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das clever ist. Oh, geil. Okay, wir haben Licht. Es widerstrebt mir trotzdem ein bisschen. Hier ist aber nichts, was uns töten will, oder? Ich hab echt Schiss, Alter. Ist ja kein Horrorspiel. Ich erschrecke mich trotzdem gleich. Irgendwas passiert, da fällt nur so ein Zacken runter oder so. Garantiert. Und ich erschrecke mich. Weil das einfach immer so ist. Aber es sieht halt einfach megamäßig cool aus. As this icy stone closes in around me, I'm overwhelmed by a fear that the last 30 years together was only a dream. That I'm still trapped. Still locked away in the dark. As I cross this godforsaken island to find you, every agonizing step reminds me that the dream is over. But the pain reminds me that I'm still alive. And as long as I live, there is hope. Leonor, I will find you. I will. Find you. Ja, davon gehe ich einfach mal aus. Ne. Ich denke mal, hier können wir nicht weiter. Aber wir können uns nicht ducken. Dann können wir nicht vorbei. Also normalerweise würde man ja ganz easy da durch können. In dem Spiel aber nicht. Aber ist okay. Ich laufe auch mal ein bisschen langsamer. Weil das ist einfach so cool. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht wieder. Ihr kennt das ja, ne? Also ohne Taschenlampe hat er schon recht. Ohne Taschenlampe. Wobei, das ja alles sehr hell ist. Also, es sieht so aus, als wenn die Scheiße hier leuchten würde, ne? Ich möchte halt nicht schneller laufen. Ich könnte jetzt schneller laufen, aber ich möchte hier nicht schneller laufen. Weil das so... mega aussieht. Stell dir jetzt mal wirklich vor, du läufst hier, also abgesehen, was war das? Abgesehen davon, dass das hier mega kalt sein muss. Guck mal, wie das hier aussieht, Alter. Warum ist da eine Überwachungskamera? Ich wollte gerade sagen, warum ist da so ein roter Punkt auf dem Boden?
Warum gibt es hier eine Überwachungskamera, die an ist? Die hat Strom. Okay, wir wissen ja nicht, wo wir abgestürzt sind, ne? Vielleicht ist hier eine Stadt. Und dann noch, warum ist in so einem komischen Berg eine Kamera? Ja, genau, weißt du doch, ey. Boah. Boah. Das sieht ja wohl mal mega aus, ey. Stunning. It's like a cathedral. Das sieht echt krass aus. Muss ich jetzt hier runterhüpfen? Da komme ich aber nie wieder hoch, oder? Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich nie wieder hoch. Kannst du noch... was ist das denn? Das sieht voll eklig aus. Taschenlampe ist auch aus. Also, wir müssen hier scheinbar runter. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da hoch müssen. Aber wir brauchen Informationen, also gucken wir uns überall um. Da geht's da hoch. Okay. Hat gerade ein bisschen geruckelt bei mir. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme auch so ist. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall nicht so kalt. Boah, Alter, mega. Looks like a way out, but I can't climb this ice. What? Ich wollte gerade sagen, ich hasse das ja, wenn es mehrere Wege gibt. Aber ganz ehrlich, hier werden wir nie im Leben hochkommen. Wie, dafür brauchen wir irgendwas. Nee. Also wir müssen irgendwas finden, um da hochzukommen, ja? Ich finde da komisch, wie manchmal die Texturen nachladen. Das sieht aus, als wenn sich da was bewegt hätte. Das ist ein bisschen eklig. Ups, da hängt einer. Aber da haben wir auf jeden Fall... At least they won't stay trapped in this cave. Oh! Meine Herren, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Alter! Auch gar kein Soundeffekt, einfach nur dieses Ding im Bild auf einmal. Aber das ist einfach aufgeploppt, oder? Ah, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ich muss ihn machen. Nein, ich muss nicht ihn machen. Wir haben Zeit, oder? Habt ihr das eilig? Nö. So, und jetzt? Boah, krass. Krass, Junge. Also ich weiß ja nicht, wie alt der Mann ist, aber der hat ohne Steigeisen, nur mit den Krallen, ohne was an der Schuhe zu haben oder so, ist der jetzt da hoch. Der hat sich quasi nur mit der Arme da hochgezogen. Also, Junge, Respekt, da kann ich leider nicht, ich würde gerne da hoch. Kann ich aber nicht hoch, schade. So, jetzt wird es nämlich wieder kalt, da hinten ist ein Feuer. Es wird wieder kalt. Da ist ein Feuer. Kann ich da irgendwie hin? Da komme ich, glaube ich, auch nicht hin. Scheiße. Shit, shit, shit. Das wird wieder hinterher ein Spaß, die ganzen Fotos. Kommen wir von da? Nein. Aber überall liegen Teile. Oh, Leonor. Stanley, I can see the lockbox. It's empty. The crasher must have broke open. All the case files, all the information. My diary... You have to find him. You have to find everything.
If anyone comes, Stanley, if anyone comes, they can't find out who we are. Bollocks. All this time, we've been so careful. Also die Sachen, die wir gerade finden, hier das, ne? Das hier. Das ist aus ihrem Tagebuch. Ist das richtig? Okay. Und das ist jetzt überall verstreut und ich muss halt alles finden. Ach du Scheiße. Alles finden. Ich hoffe mal, dass die immer an Stellen sind, die man auch sieht. So wie, also zum Beispiel die ganzen Feuerstellen, so, ne? Ist zwar eigentlich unwahrscheinlich, aber... Wäre halt echt scheiße, wenn nicht, weil... Da muss ich halt echt jeden Zentimeter ablaufen. Hm. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Ja, das sieht ja auch interessant aus, Alter. Oh Gott. Okay, hier ist Wasser. Nicht gefroren. Wir müssen hier auf diesem wunderschönen See. Ich gehe erstmal dahin. Oh, what now? Oh, nee, 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 nee. Oh my God. No, 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 no. Fuck. Wohin? Da ist Licht. Licht, Licht, Licht ist gut. Licht ist gut. Wie komme ich hier raus? Da. Oh shit. Earthquakes now. This fucking island is trying to kill me. Holy shit. Okay. Das war sogar da, wo ich hin wollte. Hier gibt es nur leider absolut nichts. Da ist was. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Muss ich jetzt warten irgendwie, bevor ich loslaufe? Kann ich halt irgendwie hier vorsehen, wann was passiert? Das ist, glaube ich, total zufällig. Oh. Okay, das hätten wir. Ich gehe mal hier an der Seite lang, weil ich mir nicht sicher bin, ob es geht. Another bunker. Okay. Und? I can't stop thinking about the dream. We were flying in the plane, but I wasn't afraid. I was giddy with excitement because we were flying back to Ireland. Stanley dove the plane so fast I could feel my stomach floating, and we were laughing like we haven't laughed in ages. As we dipped out of the clouds and swooped in over the ocean, I could see the white cliffs and green hills. Stone walls and hedges divided the patchwork fields dotted with livestock. And our tray welcoming us home. Then I woke up in this hot, filthy room, dripping with sweat. Stanley's still sleeping. No nightmares, thank God. Maybe it's my turn. Okay. Ist halt irgendwie alles super random, ne? Wir finden das halt zufällig. Also jetzt sind wir im Jahr 2001 und da steht noch Stanley, use my diary to unlock your path. Ja, aber wie kann sie das denn wissen? Das kann sie ja vorher gar nicht geschrieben haben. Ach, der heftet das jetzt hier in Folgeorder ab. Deswegen. Hinterher haben wir ein vollständiges, hoffentlich vollständiges Tagebuch. Da bin ich mir allerdings noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich alles finde. Shit. I'll never break through that ice. Hm. Also hier kann ich nichts machen, sagst du? Was steht denn hier? Also da steht wieder dieselbe Kacke. Hm. Eben warm machen. Und dann gehen wir wieder dahin zurück und dann, Hm.
Kann das jetzt überall zusammenbrechen? Na, hier sieht das doch schon scheiße aus. Nee, alles gut. So, hier ist Feuer. Oder sonst nix? Scheiße. Ich gehe natürlich jede Richtung. Okay, hier ist nichts. I've got to be careful. Hätte mir da jetzt was passieren können? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Uiuiui. Ui, ui. Ich wollte gucken, ob man da hinten irgendwo hinkommt, aber. So mal rum, einfach rumlatschen darfst du hier gar nicht. Okay, okay, wir müssen erkunden, aber. Wir müssen dabei schon mal sehr vorsichtig sein. Mist. Ich dachte, dass man da vielleicht. Ich kann aber nicht springen. Ach, scheiße. Schade, ich dachte, dass man da. Weil das ist so ein Weg, das sieht aus, als wenn man da hin könnte. Okay, muss mir jetzt eine Strategie. Da ist auf jeden Fall was. Ich dachte, da wäre vielleicht was, aber. Fehlanzeige. Hier. Ne, komme ich auch nicht hoch. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Okay. Also, wir werden erstmal eben nach rechts gehen, wo das Feuer ist. Weil ich glaube, dass der Rauch da mehr symbolisiert, ob wir da hin sollen. Da müssen wir sowieso hin. Deswegen gehen wir erstmal dahin. Journal. Oh, Gott sei Dank. Mother's crying in the next room. She says it's because she's happy, but I don't believe her. My father is getting out of prison. My friends protest the unlawful imprisonments, but I wish they'd kept Michael O'Shea locked up forever. Life in prison isn't long enough for him. It would kill my mother if she ever read this. What if Michael ever read it? Would it kill him? Or would he kill me? Well, the violence didn't stop when he was on the inside. But at least when I read about something terrible in the paper, I knew my father wasn't the cause. But now... God help us all. .3128 Stanley. Dies... Was heißt denn das? Soll das eine 5 sein? Soll das ein B sein? Irgendwann mit... Hm? Will save you. These... What? Ah, these numbers. 3128. Also das ist ein Code, den wir auf jeden Fall für irgendwas brauchen. 3128 werden wir brauchen. Alles klar. Woher weiß sie das denn? Wenn das ihr Tagebuch ist. Und das ist geschrieben. 1985. Na gut, das hier ist vielleicht nachträglich da reinge... Ne? Da ist ja nur ein Beipackzettel quasi, ne? Aber woher wusste sie denn, dass wir abstürzen? Kann sie gar nicht gewusst haben. Wieso und warum steht im Tagebuch Sachen, die uns helfen, hier weiterzukommen? Wie kann sie das denn wissen? Irgendwas ist hier... Irgendwas ganz komisches geht hier ab, glaube ich. Hm. Irgendwas ist hier, was mir nicht, also, was ich nur nicht verstehe. Oh Gott, da bricht wieder zusammen. Oh, oh, ja, ja. Da, da, da. Oh, hier ist kein... The summers in Munich are beautiful. The palazzos are full of tourists, so Stanley and I blend right in. But even in the sea of anonymous faces, we have to be careful. Today, I was sitting in the park with my lunch when this young man with a big fancy camera came up to me. He was handsome and stylish, a real artsy type, and he asked if he could take some photos of me.
Obviously, I had to say no. But then he said something that caught me off guard. He said that my eyes were the saddest he'd ever seen. Of course they are, I said. I'm Irish. I left everything on the bench and disappeared into the crowd. Hmm. 10 days since Stanley's last nightmares. The prayers are working. Okay, also, irgendwas ist ganz komisch hier. Stanley hat schon mal ständig Albträume. Jetzt sind es 10 Tage ohne Albträume. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zugeheftet ist oder ob das auch 1990 ist. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, sie waren in München und bla bla bla. Und hier, ja, hier habt ihr ja alles mitgekriegt. So, okay. Ich glaube, die Randinfo hier ist der eigentliche Text, ist die Randinfo. Und diese kleinen Notizen sind die, die wirklich wichtig sind. So wie jetzt hier zum Beispiel, dass Stanley 10 Tage keine Albträume hatte. Ist eigentlich die wichtigere Message. Denke ich. Ich brauche Feuer. Mir ist kalt. Mir ist kalt wie Scheiße. Da ist Feuer. Alter, wir sind auch noch nass. Wir müssen sowas von tot sein gerade. Oh, noch eins. Erstmal warm werden. Noch eins. Mother begged me not to go, but I assured her it was a peaceful rally. Molly wouldn't go with me. She was afraid the army would show up. So I dragged Stanley with me. I thought for sure he'd want to be there because his father was one of the speakers. Paddy Whitaker was an electrifying presence. People were cheering and clapping as he spoke about the end to the violence, a peaceful end to the troubles. He spoke with such conviction, I nearly wept. But when I looked over at Stanley, he was wearing fucking headphones and messing with his cassette player. He said he'd heard it all before. I couldn't believe it. He has no idea how lucky he is. $12.80 for one Stanley. Listen to me. Use these 5 numbers. 5? Those are just 4. Ist der Stanley ein bisschen Kuckuck? Ist er ein bisschen, weiß ich nicht, zurückgeblieben? Oder sie sagt, er weiß gar nicht, wie glücklich er sich schätzen kann. Womit? Hat er irgendwie ein Problem? Der hat ständig Albträume? Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Gut, wir machen jetzt hier einen Cut. Und ich werde mal eben... Ich sollte Ordner anlegen für die Thumbnails, weil hinterher kriege ich das sonst nicht geschissen. Das ist schon stundenlanges Aussortieren. Das muss ich nämlich auch zwischendurch noch machen. Ja, gut. Also, ich glaube, die Story ist gar nicht so uninteressant. Natürlich, das Spiel ist basierend auf der Story, also davon nähert sich das Spiel. Also ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, da steckt viel mehr hinter, als man jetzt denkt. Mit dem Jungen stimmt was nicht, mit ihr aber auch nicht. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schussen.